Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement der Fraktion in der Sitzungswoche mit Sarah Wagenknecht. Ja, ich begrüße Sie auch. Wir stehen am Beginn einer Haushaltswoche. Der Haushalt dieser Großen Koalition ist natürlich so wie die Große Koalition selbst: ideenlos, unambitioniert, kleinmütig. Und das, obwohl diese Regierung eigentlich alle komfortablen Bedingungen hat, die man nur haben kann. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Zinsen liegen unterhalb der Inflationsrate. Also sie hätten wirklich Chancen, wenigstens eins der brennenden Probleme dieses Landes anzupacken und zu versuchen zu lösen. Stattdessen verteilen sie hier ein bisschen Geld mehr, dort ein kleines bisschen mehr. Aber es ist in der Regel so, dass es nicht ausreicht, dass die Betroffenen auch nur wahrnehmen, dass sich etwas für sie verändert, sei es in der Pflege, sei es bei der Frage Renten, sei es bei der Frage Bildung, geschweige denn, dass irgendeine Herausforderung wirklich angenommen wird. Wir finden das absolut blamabel. Und es ist ja schon interessant, dass einer der Haushaltsetats, die eigentlich den größten Aufwuchs haben sollen, ausgerechnet der überflüssigste ist, nämlich der Rüstungsetat. Und da ist selbst hier, also diese geplante Steigerung von immerhin 5,5 Milliarden, das ist zum Beispiel wesentlich mehr als für das neue Kita-Gesetz eingeplant ist. Also die Rüstung ist dieser Regierung mehr wert als die Kinder in diesem Land. Aber selbst diese 5,5 Milliarden sind dann offensichtlich einigen noch nicht ausreichend genug. Also Frau von der Leyen hat ja schon deutlich kritisiert, dass das noch weiter wachsen muss. Das war auch von Herrn Scholz also sehr vage zu hören, dass man darüber durchaus reden kann. Frau von der Leyen hat 12 Milliarden gefordert. Ich muss sagen, also wer solche Forderungen aufstellt, ich weiß nicht, in welcher Welt der oder diejenige lebt, als ob das, was jetzt in Deutschland dringend ist für unsere Probleme, ausgerechnet darin besteht, die Waffenschmieden glücklich zu machen, deren Auftragsbücher zu füllen und immer mehr Geld für Rüstung hinauszuwerfen. Ich fand auch interessant, wie im Vorfeld der heutigen Bundeswehrtagung Frau von der Leyen ihre Forderung begründet hat. Sie hat ja wörtlich gesagt, also in Zukunft soll es gleichrangig sein, dass die Bundeswehr sowohl für die Landesverteidigung als auch für die Auslandseinsätze zur Verfügung steht und gut gerüstet ist. Also da muss man Frau von der Leyen wirklich mal raten, einen Blick ins Grundgesetz zu tätigen, weil im Grundgesetz steht ja sehr deutlich, wofür die Bundeswehr da ist, nämlich dafür, das Land zu verteidigen und nicht dafür, in aller Welt Interventionskriege und Auslandseinsätze zu führen. Und insoweit finde ich das schon sehr bezeichnend. Also früher war es ja so, dass man zumindest noch so getan hat, als sei der Auslandseinsatz, ich erinnere an den bezeichnenden Satz von Herrn Struck damals, deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, da hat man also zumindest noch die Lüge verbreitet, das sei im Interesse unserer Sicherheit und der Verteidigung, wenn wir im Ausland eingesetzt sind. Frau von der Leyen weiß jetzt und räumt es völlig ein, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr nichts mit Inlandsverteidigung, nichts mit unserer Sicherheit, nichts mit Landesverteidigung zu tun haben und fordert dafür mehr Geld. Also ich finde, eine Regierung sollte sich ans Grundgesetz halten und dann ist natürlich auch völlig klar, die Bundeswehr muss für das gut ausgestattet sein, was nach dem Grundgesetz ihre Aufgabe ist. Das ist die Landesverteidigung. Das ist nicht das Führen von Interventionskriegen. Wir sehen auch, wenn wir in die Welt schauen, dass sich natürlich viele Konflikte immer mehr zuspitzen. Donald Trump wirft eine Brandfackel nach der nächsten in das Pulverfass des Nahen Ostens. Heute wurde die Botschaft in Jerusalem eröffnet. Es hat natürlich absehbar auch sofort wieder zu einer Eskalation der Gewalt geführt. Es gibt viele Tote, es gibt sehr, sehr viele Verletzte. Es ist einfach eine völlig unverantwortliche Politik, die dort betrieben wird, so wie auch natürlich schon vorher die Aufkündigung des Iran-Abkommens. Wir begrüßen das, wir unterstützen es, dass die Bundesregierung hier sehr klar gesagt hat, wir wollen, dass das Iran-Abkommen erhalten bleibt. Wir setzen uns auch dafür ein. Es gibt ja jetzt auch den Vorschlag des Iran, dass man darüber reden soll, wie man das schafft. Das finde ich richtig und ich finde, solche Gespräche müssen geführt werden. Da brauchen wir dann natürlich auch die Kooperation, nicht zuletzt mit Russland. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass es dort ja doch eine
rege Reisediplomatie jetzt gibt. Also auch das, was wir immer gefordert haben, sich nicht den USA unterzuordnen, sondern zu versuchen, eine eigenständige Politik zu machen. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber was ich schon wieder wirklich armselig fand, war die Aussage von Herrn Maas, wo er gesagt hat, ja, wir können unsere Firmen ja gar nicht gegen US-Sanktionen schützen. Weil das ist ja im Grunde das Eingeständnis, dass man das Abkommen gar nicht erhalten könnte. Weil wenn man es erhalten will, muss man natürlich in irgendeiner Form zusehen, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Unternehmen, das sind ja die Hauptbetroffenen, gegen solche Sanktionen auch schützen. Und selbstverständlich wäre das möglich, wenn man ganz klar gegen Sanktionen androht, für jede Sanktion, die ein europäisches Unternehmen trifft, statt schon wieder sich kleinmütig zu unterwerfen, wie das offensichtlich Hamas vorhat. Ich hoffe, dass die Bundesregierung hier eine klare Position finden wird, die wirklich darin besteht, um dieses Abkommen zu kämpfen. Aber dann muss man natürlich auch dem Iran gewisse Garantien geben, dass er jetzt nicht mit neuen Sanktionen in dieser massiven Weise überzogen wird, dass das nicht sich zumindest für die Europäer nicht in der Form auswirkt, weil sonst ist das Abkommen tot und das bedeutet natürlich die große Gefahr eines neuen Westrüstens im Nahen Osten, die große Gefahr, dass der Flächenbrand dort noch mehr eskaliert. Und das ist natürlich in keiner Weise wünschenswert. Im Gegenteil, das ist hochgefährlich, gerade auch für Europäer, gerade auch für unsere Sicherheit. Und deswegen haben wir hier natürlich, alle europäischen Politiker sollten ja ein großes Interesse haben, hier eine eigenständige Politik zu verfolgen und sich nicht länger den USA unterzuordnen. Ja, danke schön, Sarah Wagner. Gibt es Nachfragen Ihrerseits, Frau Antonin? Ein Grund von Herrn Trump, das Iran-Abkommen aufzukündigen, war ja, dass die Aufhebung der Sanktionen dazu geführt hat, dass der Iran mehr Geld hatte und die Hisbollah auch finanziert hat bis an die Grenze Israels heran. Was ist denn Ihr Weg, um eben das zu verhindern, dass bis an die Grenze Israels heran die Hisbollah sich ausbreitet? Naja, also sagen wir so, es sind natürlich verschiedene Regionalmächte im Nahen Osten aktiv, die alle auch im Syrienkrieg, in den Syrienkrieg eingegriffen haben. Das ist auf der einen Seite der Iran, auch über die Hisbollah. Das ist auf der anderen Seite aber auch Saudi-Arabien. Das ist die Türkei als NATO-Staat. Also sehr viele Mächte versuchen dort ihre Interessen zu vertreten auf eine brutale Weise mit einem Krieg, der vor allem zulasten der syrischen Bevölkerung geht. Und deswegen kann die Lösung nur sein, dass man diesen Krieg beendet und dass dort die verschiedenen regionalen Mächte und deren Interessen, dass die an einen Tisch kommen, aber dass es natürlich perspektivisch eine Lösung gibt, die diese Region destabilisiert. Wobei ich besonders bezeichnend fand, also Trump hat ja nicht nur die Frage der Hisbollah angesprochen, sondern er hat ja vor allem auch kritisiert, dass der Iran angeblich also Al-Qaida finanzieren würde. Und da muss ich sagen, also entweder hat er keine Ahnung oder er lügt einfach dreist. Also, dass der Iran Al-Qaida nicht finanziert, das sollte jeder wissen, der sich ein bisschen in der Gemengelage des Nahen Ostens auskennt. Und wenn Donald Trump es stört, dass es im Nahen Osten Mächte gibt, die Al-Qaida oder auch deren Kooperationspartner unterstützen, dann sollte er sich vielleicht mal an die Saudis wenden oder eben auch an den NATO-Partner Türkei, die ja mit Al-Qaida-nahen Truppen gerade in Syrien gegen die Kurden Krieg führen. Also da sind ja tatsächlich Kooperationen mit Verbänden, mit Terrorgruppen, die zumindest Al-Qaida nah sind. Also da, glaube ich, sollte man sich dann größere Sorgen machen. Meine Frage bezog sich speziell jetzt auf die Sicherheitslage Israels bezogen, vielleicht auch jetzt zum 70. Jahrestag Israels. Sie haben jetzt andere Terrorgruppen in Syrien angesprochen, die sind aber nicht darauf ausgerichtet, Israel zu vernichten. Ja, also wir haben das ja auch ganz klar mit unserem Antrag mit den Grünen gemeinsam im Bundestag deutlich gemacht. Selbstverständlich verteidigen wir das Existenzrecht Israels. Wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir möchten, dass die Situation sich entspannt. Aber wir sehen natürlich schon, dass von allen Seiten dort in einer ganz gefährlichen Weise gezündelt wird. Und das betrifft ja eben nicht nur den Iran, der dort versucht, seine Interessenssphäre auszuweiten, sondern es hat ja jetzt auch immer wieder Übergriffe von Israel auf Syrien gegeben. Und deswegen sagen wir, hier muss eine Friedenskonferenz her, hier muss eine Friedenslösung her, um eine Stabilität zu erreichen. Weil weder Angriffe auf Israel sind akzeptabel, noch Angriffe Israels auf Syrien. Die sind natürlich genauso wenig akzeptabel.